Neue Folge von Battlefield 1 Kampagne und ich erwarte jetzt hier den gegnerischen Ansturm. Letztes Mal haben wir uns ja durch dieses Zugdepot hier gekämpft. Die Gegner treffen wieder nicht. Haha, Trottel. Ah! Und ich krieg's aber auch nicht gebacken. Oh, jetzt treffen sie doch. Aber ich hab's eigentlich ganz gut hier mit der Position, weil ich mich hier relativ gut hinter die Häuser zurückziehen kann, um mich zu reparieren. Tschüssi. Na komm, einen Schuss noch. Dann ist der hin. Dann kann ich mich hier hinter das Gebäude zurückziehen. So. Reparier den Wagen. Wagen, ja. Tank. Oh, guck mal, das ist ja geil. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass hier die Laterne brennt. Ist ja süß. Sieht er das da oben in der Laterne? So eine kleine Gasflamme. Cool. So, jetzt ist der Panzer da irgendwie. Ah, jetzt fährt er da vorne hin und her. Ich würde gerne hier noch wenigstens den Reparaturpunkt zu Ende kriegen. Sehr gut. 93, damit kann man doch arbeiten. Hallöchen. Und komm, gib mir. Die treffen gar nicht. Ah, Trottel. Okay, sehr schön. Zack. So, noch zu Ende reparieren. Da hinten ist noch ein dicker Panzer. Au! Spinn's wohl. Muss ich wohl mal wieder rückwärts fahren. Boah. Das Ding haut rein. Boah. Wie der ganze Bildschirm überwackelt. Also ich muss schon sagen, die Panzerschlachten hier so ein bisschen im Singleplayer, die sind nett. Die sind wirklich erfrischend. Sowas habe ich tatsächlich in einem Singleplayer noch nicht so oft gespielt. Also ist jetzt keine Revolution, aber ich find's cool. So mal dieses Vor- und Zurückfahren. Ich meine, ich kann auch World of Tanks spielen, ist mir schon klar. Braucht ihr jetzt nicht runterschreiben, aber ich sagte ja auch gerade Singleplayer. Man will ja auch nicht immer gleich gegen andere Leute antreten. Ich kann auch den Multiplayer von dem Ding hier spielen. Wobei man dann nicht so massiv viele Panzergefechte gegeneinander hat, weil meistens tritt man da ja schon einen Panzer gegen ganz viel Infanterie an. Na, okay, wir haben also verschiedene Wellen. Und was kann Bess denn am besten? Sich reparieren lassen von uns. So. Und repariert ist sie. Da unten ist noch einer. Hey du, ich treffe ihn am Knie. Ich war auch mal ein Abenteurer wie du, bis ich von einer Kanonenkugel ins Knie getroffen wurde. Boom. So, wo kommen sie denn jetzt? Aber ich kann auch erstmal noch den Wagen hier, den Laster zerstören. Bumm. Ich meine, der tut nichts, aber irgendwie stört er mich trotzdem. Bisschen wie Flüchtlinge. Manche Leute offensichtlich stören, die tun nichts. Aber irgendwie stören sie einen trotzdem. Ja, ja. Kommen wir nicht auf das Thema, was in Sachsen passiert, bleibt in Sachsen. So. Da hinten sind, ich glaube, drei Panzer jetzt gekommen, ne? Und einer ist richtig dick. Ist einer von den ganz dicken. Sehr schön. Und jetzt kommt schon die heldenhafte Battlefield-Musik. Was macht der hier? Durch die Mauer. Okay. Die Mauer muss weg. Au. Wenn ich mich schon zurückziehe, sollte ich mich so weit zurückziehen, dass sie mich nicht treffen können. Das macht dann irgendwie mehr Sinn. Hey du. Oh, ey, den kriege ich nicht klein. Na, das gefällt ihm total gut, weil es überhaupt nichts bringt. Hab ich ihn? Leichter Panzer. Der kann doch nichts. Der trifft ja nicht mal. Boom. Okay. Haben wir. Kurz mal durchreparieren hier. Ja, da ist ja noch einer. Noch einer von den Großen vor allen Dingen. Ich dachte, es wären noch zwei Kleine. Also der eine Große, den wir zuerst erledigt haben, und zwei Kleine, aber da ist wohl noch ein... Ah, vorbei. Scheiße. Das darf natürlich nicht passieren. Bleib bei dem dran, bleib dran! Ja, ich bleib dran hinterm Gebäude.
Irgendwie bewegt der sich ungern da hinten. Der ist ein bisschen faul. Ach, da ist noch ein kleiner. Siehst du, habe ich doch richtig gesehen. Der kommt jetzt bestimmt gleich von hinten. Mich irritiert es, dass die KI oder die geskripteten Angriffe hier nicht so stattfinden, dass die mich jetzt umkreisen, weil immerhin haben sie ja den einen großen Vorteil, dass sie mehr als einer sind. Also sie könnten ja auch einfach mich umzingeln, sozusagen. Aber irgendwie greifen die wie bei einem guten alten Kung-Fu-Film einer nach dem anderen an. Es wäre ja sonst auch voll unfair. Aber das ist Krieg, das muss nicht fair sein. So, wo ist er denn, ja? Da hinten ist er. Okay, also diese Battlefield-Theme ist einfach noch immer geil. Auch nach, was jetzt, 15 Jahren? Seit dem ersten ungefähr? Einfach der Hammer. Ich ramm den weg, Alter! In dein Gesicht! Ich hab den größeren Panzer. Haha, ich kann drüber fahren. Tschüss. Ganz ruhig. Bleib konzentriert. Wir haben es geschafft, Jungs. Du hast es geschafft. Nächster Halt, komm. Townsend stirbt jetzt gerade vor sich hin. Edwards! Bewegung! Oh nein. Bildet dir nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst. Mir geht's gut. Aber so viel Spaß macht mich müde. Guter Spruch, den merke ich mir. What the fuck? Bist du okay, Alter? Ach, fuck. War is hell. Der hat ja gar keine Einschusslöcher. Wo wurde er denn getroffen? Wir laufen. Das kann er doch gar nicht. Er ist doch Fahrer. Ja, aber jetzt mal echt. Wie hat McManus das denn überlebt? 300 Panzer gab es schon im Ersten Weltkrieg, das überrascht mich jetzt. Ich dachte immer, es gäbe irgendwie so 20 auf der einen Seite und 30 auf der anderen. Dann haben sie sich ja nochmal ganz schön verausgabt, kurz vor Ende. Ach Gott. Das ist immer am ärgerlichsten, also wenn da nochmal irgendwie tausende Leute sterben, 3 Tage vor Friedensschluss so. Das ist ein bisschen wie bei mir mit der Bundeswehrzeit, dass ich da noch hin musste oder hin durfte, obwohl an sich schon absehbar war, dass demnächst der Wehrdienst eingestellt wird in Deutschland und das ein halbes Jahr später dann auch tatsächlich passiert ist oder ein Jahr später. Naja. So, man kann hier offensichtlich eine ganze Menge irgendwelche Karten, Herausforderungen bestehen, Feldhandbücher finden, habe ich alles nicht geschafft.
war ich zu schlecht zu. Aber immerhin habe ich es auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Das heißt, wenigstens das. I've got that going for me. Und ich habe das Wichtigste überhaupt bekommen, ein Origin Achievement. Und ja, Origin Achievements sind die wichtigsten Achievements auf der Welt. Ach Gott, wunderbar. So, jetzt haben wir im Endeffekt die Möglichkeit, hier mal zu überlegen, was wir als nächstes spielen wollen, ne? Wir haben jetzt durch Morast und Blut hinter uns. Und das nächste in der Aufzählung hier schlicht und ergreifend wäre jetzt Einflussreiche Freunde. Was, glaube ich, etwas schlecht übersetzt ist, weil, also ohne zu wissen, worum es genau storymäßig geht, geht es ja da um die Flieger. Also wir sehen ja jetzt schon ein Flugzeug. Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch ein Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Gut, damit war zu rechnen, wenn man nach 10 Jahren, nachdem das Flugzeug erfunden wurde, in ein Flugzeug steigt, um gegen andere Flugzeuge zu kämpfen, dass man da relativ schnell stirbt. Also, im Original heißt er im Englischen, so ist, glaube ich, dann jetzt hier auch die Folge benannt, heißt es ja nicht einflussreiche Freunde, sondern Friends in High Places, also Freunde in hohen Positionen. Und das ist natürlich viel lustiger, wenn es da sowohl um irgendwelche Generäle oder so geht, also Leute in hohen Positionen, militärisch gesehen, als auch um Flieger. Ja, doppeldeutig. Lustig, ne? Hahaha. Doppeldeutigkeit. Ja, wir könnten aber auch, hier gibt es ja noch ein paar mehr, hier gibt es auch noch das in den italienischen Alpen. Das soll ja, ich meine, so viel hat man schon gehört, finde ich, also ich zumindest, das soll ja der schlechteste dieser ganzen Kriegsgeschichten sein. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Aber vielleicht angucken wenigstens mal die Strände von Gallipoli gibt's noch und dann haben wir noch die Geschichten in Arabien, also die sich um Lawrence von Arabien drehen. Und dann gibt's natürlich auch noch den Prolog und ich glaube später gibt's dann auch noch einen Epilog, den man freischaltet. Aber ich würde schon sagen, wir machen als nächstes das mit den Flugzeugen, einfach weil es irgendwie jetzt passt. Ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, wie ihr jetzt durch Morast und Blut fandet. Das soll ja wohl so mit die beste dieser ganzen Kriegsgeschichten sein. Also wenn ihr die jetzt schon scheiße fandet, dann ist das Spiel nicht mehr zu retten sozusagen. Ich fand es ganz gut, ein bisschen kurz, hätte ruhig noch eine Stunde länger gehen können. Ein bisschen mehr Dialoge zwischendrin, ein bisschen mehr Abschnitte so irgendwie. Weil irgendwie hat sich das jetzt ja alles innerhalb von einem Tag abgespielt. Die haben einen Angriff gemacht, dann haben sie über Nacht, ist man rumgeschlichen und am nächsten Tag war das Finale. Und ich finde, da hat man jetzt noch nicht das Gefühl, dass die Charaktere so richtig sich kennenlernen. Und dieses Kumpelhafte, was sie jetzt am Ende hatten, weiß ich nicht, das ging mir zu schnell. Also es war nicht so richtig gut durcherzählt. Aber naja. Was soll's. Hatten wohl nicht so viel Geld da noch, weil Battlefield verkauft sich auch immer vergleichsweise schlecht. Also da kann man nichts investieren in eine schöne Kampagne. Quatsch. Ja, okay, für die Kampagne kaufen es die wenigsten Leute, das stimmt natürlich. Ja, sagt mir, wie ihr es fandet. Wir machen weiter nächstes Mal, denke ich, mit einflussreiche Freunde und wir sehen uns. Bis dann.